Ilyich Ramirez Sanchez sitzt seit 17 Jahren im Pariser Gefängnis für die besonderen Fälle La Santé. Wegen mehrerer Morde an Franzosen in den 70er Jahren ist er bereits zu lebenslanger Haft verurteilt. In diesem Prozess ging es um seine Straftaten in den 80er Jahren. Paris, Rue Marbeuf, April 82. Vor dem Gebäude der Zeitung Al-Watan al-Arabie explodiert eine Autobombe. Ein Toter, 63 Verletzte. Ein Monat zuvor waren bei einem Anschlag auf einen Schnellzug 5 Menschen gestorben. Mit diesen Gewalttaten wollte Carlos seine Freundin Magdalena Kopp freipressen, die im Februar von der französischen Polizei in Paris mit einem Auto voller Sprengstoff gefasst worden war. Auch der Mord an 5 Reisenden im Marseille im Dezember 83 gehört zu Carlos' Privatkrieg gegen den französischen Staat. Begünstigt wurden seine Taten durch die Feindschaft der Blöcke im Kalten Krieg. Diverse osteuropäische Geheimdienste boten ihm zeitweise Schutz. Dieser Prozess ist erst durch Dokumente aus den Archiven der deutschen Stasi-Unterlagenbehörde möglich geworden. Am 21. Dezember 1975 überfielen 6 Terroristen das OPEC-Hauptquartier an der Wiener Ringstraße und brachten 62 Menschen, unter ihnen 11 Erdölminister, in ihre Gewalt. Mit 3 Toten begann die Attentäterkarriere des damals 24-Jährigen. Carlos fühlte sich als Held, wurde aber von seinen Auftraggebern verstoßen wegen des Verdachtes, Lösegeld nach der spektakulären Entführung der Erdölminister unterschlagen zu haben. Dies sind Bilder vom ersten Prozess in Paris 1997, 3 Jahre, nachdem er auf rechtlich umstrittene Weise von einer französischen Spezialeinheit aus dem Sudan entführt worden war. Dort hatte er sein letztes Asyl gefunden. Of course it is a political trial. Die Frau, die hier von einem politischen Prozess spricht, ist seine Anwältin, die er im Gefängnis heiratete. By politique police, French politique police from Khartoum. Sein Vater, ein linker Anwalt aus Venezuela, hatte die Söhne zu Revolutionären erziehen wollen und gab ihnen deshalb den Namen von Lenin. Dann schickte er die 2 Älteren nach Moskau, wo sie nach kurzer Zeit wegen Disziplinlosigkeit von der Universität verwiesen wurden. Bis zu seinem Tod blieb Vater Ramirez dabei. Sein Sohn sei kein Terrorist, sondern ein revolutionärer Kämpfer, der sein Leben dem Kampf des palästinensischen Volkes geweiht habe. Am Ende hatten sich alle Freunde und Auftraggeber von ihm abgewandt. Oder waren selbst verschwunden.